Und da sind wir auch schon wieder zurück zum pünktlich zum neuen Part von World of Warcraft. Wir dringen jetzt so allmählich mal in den Turm vor und schauen mal, wo uns die Geschichte von World of Warcraft weiterhin führen wird. Bisher hängt ja alles noch so ziemlich zusammen. Also viele Anspielungen auf den Kataklysmus. Jetzt halt diese kompletten Quests, dass halt Sturmwind bedroht ist durch große Armeen, wo wir ja mittlerweile auch schon die Schwarzfels-Orks aufgehalten haben. Wieso habe ich jetzt schon wieder den Rucksack auf? Jetzt ist er wieder weg. Na, hier geht's ja ab. Ja, den Gnoll haue ich auch nochmal eben weg. Jawohl. Den hauen wir noch weg, bevor der uns gleich in den Rücken fällt. Und dann müssten wir ja eigentlich mit dem Schlüssel dadurch... Ja, können wir anklicken, da ist ein Zahnrad dran, das ist gut. Müssten wir da ja durchs Tor kommen, was so verschlossen ist. Da ist auch gerade der komische andere Charakter rausgekommen. So. Da haben wir einen Töter der Schattenfälle, den brauchen wir im Grunde nicht. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Den klatschen wir auch nicht um. Aber ich denke, den müssen wir umklatschen. Weil sonst kommen wir würden wir nicht vorbeikommen. Unbemerkt. Ja, die Frau röchelt heute auch mal etwas mehr wie sonst. Ah, die ist alt, die darf röcheln. So, wir haben jetzt 90% vom Level Up. Ich denke mal, wir werden es aber heute in dieser Aufnahmesession nicht mehr schaffen, das Level Up zu bekommen. So, da geht's auch nochmal hoch und dann müssen wir eigentlich oben beim... Was ist das? Ah, da ist er, der Großmagus. Gut, ich hole uns mal den Gnoll ran. Und dann... Ey, warum machst du deinen Zauber nicht? Komm, der verreckt sowieso an unserem Dot. So, Großmagier, du wirst sterben. Wie bitte? Unter dem Großmagier steht Drachkin. Das ist ein Drache oder was? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Diener von Donoa. Nochmal eine Monstrosität. Aber gut, die Monstrosität konnte auch nichts. Was ist das denn hier? Ein Verhörstuhl oder was soll das darstellen? Na, erstmal ausruhen. Nach den ganzen Treppensteigen bis hier hoch in den Turm. Puh, mal eben ein bisschen Beine aus. Schütteln. So. So, genug ausgeschüttelt. Wir müssen zu unserem Lager. Und ich denke mal, von da aus werden wir dann mit dem Flugmount nicht über den Treppenabsatz fallen. Das hätte uns jetzt noch gefehlt, wenn wir durch Fallschaden hier sterben. So, noch ein bisschen weiter. Hier runter, darunter. Und einmal hier rum. Ach, guck mal an. Mein Kollege ist online. Ich habe mich gerade erschreckt. Dieses piepende Geräusch, das kommt so selten bei mir. Weil ich eigentlich relativ wenig Leute in meinem Battle.net-Account eingeladen habe. Als Freunde. Also eigentlich nur der engste Freundeskreis, den ich drin habe. Einmal meine Frau habe ich drin, weil mit der spiele ich zusammen Diablo 3. Dann halt meinen besten Kumpel. Und ja sonst. Gib mal Hausnummer, sagt er. Ja, bravo. Ich muss mal eben antworten. Und jetzt hör auf, mich weiter anzuschreiben, weil sonst sehe ich nicht, wie lange ich schon aufnehme, Mensch. So, dann hier eben schnell die Quest abgeben. Und gucken, wo er uns als nächstes haben will. Seid gegrüßt. Er hat sich wegteleportiert und Dunkelflamme erwähnt? Was zur Hölle geht hier vor? Lasst uns aufsitzen und diesen Unfug zu Ende bringen. Ja, machen wir doch. Wo wollt's denn jetzt hin? Was? Was zur Hölle passiert denn hier? Ein dicker Panzer oder was? Trottmann?
zu euren Diensten. Ja, und jetzt? Passiert denn noch was oder eher nicht? Ah doch, wir können bei ihm eine Quest annehmen. Okay. Was hast du denn da? Ah, ah! Achso, so heißt die Quest. Ich bin hier, um euch und der Kompanie Bravo bei der Beseitigung dieser dieses Schlamassels zu helfen. Steigt in den Belagerungspanzer der Kompanie Bravo und räumt den Weg zu Kreschans Posten auf der anderen Seite des Tals nördlich von hier frei. Die Situation ist hochgradig gefährlich. Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden. Wieso wollte er meine Hausnummer haben? Jetzt ist er... Will er mich verarschen? Jetzt ist er wieder online. Ist hochgradig gefährlich. Wo bin ich denn? Hochgradig gefährlich. Soldat, den Schwarzfels-Orks ist eure Position mittlerweile bekannt. Sie sind mit einer großen Streitmacht auf dem Weg zu euch. Eliminiert sie alle ohne Gnade. Wir sehen... Was? Wir sehen auf der anderen Seite... Wir sehen auf der uns, wahrscheinlich fehlt dann uns, auf der anderen Seite. Möge das Licht eurer Seele gnädig sein. Ah, jetzt nochmal 200 Orks töten. Na, bravo. Machen wir das. Ja, Moment. Der will die Festnetznummer haben. Das ist aber... Angie? Einen Moment. Angie? Süße, kannst du Markus mal die Festnetznummer von uns geben? Weil ich kann das jetzt gerade nicht machen. Ich nehme nämlich auf. Also schreib ihm die einfach über WhatsApp. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, dass ich das jetzt in der Aufnahme machen musste. Ich schreibe ihm kurz an. Okay, muss mich was fragen. Okay. Ja, Moment. Dann mache ich einen ganz kurzen Aufnahmestopp und wir sehen uns gleich wieder. Was ein bekloppter Vogel. Was ein bekloppter Vogel. Jetzt hat der, sollte ich ihm extra nur meine Nummer geben. Meine Festnetznummer. Wieso sehe ich hier schon wieder nichts? Das ist doch furchtbar. Ach, Menno. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Er sollte ihm meine Festnetznummer geben, weil der wollte, dass... Ach, wir sind falsche Richtung. Weil er wollte, dass ich mit dem Let's Play halt rübergehe auf den Server, wo er und sein Cousin sind. Damit wir dann halt zusammen da questen können und auch zusammen Instanzen machen können. Allerdings muss ich mich da erstmal erkunden, wie ich das am besten mache. Weil es gibt ja, glaube ich, mittlerweile auch die Möglichkeit, mit seiner Gilde oder mit seinem Wie komme ich hier durch? Oder mit seinem Charakter halt den Server zu wechseln. Allerdings weiß ich da im Moment nicht, wie das läuft mit dem, ob das immer noch Geld kostet oder nicht. Weil damals war es so gewesen, damals konnte man mit seinem Charakter, mit jedem einzelnen Charakter halt, mit jedem einzelnen Charakter halt, die Gilde wechseln, beziehungsweise den Server wechseln, hat aber, ich kann nicht kaputt fahren. Das hat aber 20 Euro damals gekostet. Und das möchte ich jetzt eigentlich ungern machen. So, der ist da oben auch noch am Schießen. Hier kommen auch noch ein paar Orks an. Alles plattfahren. Und wie gesagt, das muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Vor allen Dingen, weil die halt auch auf einem PvP-Server sind und das fürs Let's Play eigentlich nicht so gut ist. Ihr könnt mir ja einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet. So, wir sind fertig. Wie komme ich hier jetzt weg? Mann, Mann. Ihr könnt mir das ja einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet. Er sagte halt auch, sie würden mich dann auch gut equippen. So insofern, dass halt, die haben halt schon Berufe geskillt und alles Mögliche. Und da würden sie mich halt dann auch mit großen Taschen und sowas alles unterstützen. Ich weiß nicht, ob ich das alles geschenkt haben will im Let's Play, weil wir wollen uns das ja eigentlich zusammen auch verdienen. Jetzt ist er gerade wieder offline gegangen. Muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Das war ja mal eine sehr interessante Mission. So, nun? Müssen wir jetzt aussteigen und die Queste abgeben? Oder wie machen wir das jetzt? Ich steig einfach mal aus. Und normalerweise sollte hier ein Questgeber stehen.
Wo? Aber wo? Ist er hier oben irgendwo oder was? Ach, da ist er. Okay, damit haben wir die Orks kaputt gemacht. Ja, wie gesagt, schreibt so einfach mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet, wenn wir den Server wechseln. Allerdings sind wir dann nicht mehr Worgen, sondern sind ein Untoten, sag ich schon, sondern sind ein Horden-Hexenmeister. Ich weiß nicht, ich bin da sehr zwiegespalten. Oh, Moment, Rotkammratte haben wir auch noch nicht. Nehmen wir die auch noch mal eben mit. Holen wir uns eine Rotkammratte. Auch zwar wieder nur eine graue, aber was soll's. Na, den Kernhund will ich dafür jetzt nicht benutzen. Guck mal, was der kann. Das sieht besser aus. Hauen wir ihn einmal. Ei! Mit einem Schlag direkt auf 90 runter, das ist nicht gut. Dann hoffe ich mal, dass wir die uns hier jetzt so fangen können. Ah, 90 ist wahrscheinlich zu viel. Das ist wahrscheinlich hier auch ein bisschen levelabhängig oder beziehungsweise lebenspunkteabhängig. Wie gut man... Ja, ich habe es mir beinahe gedacht. Wie gut man die fangen kann. Wir müssen es einfach ein paar Mal probieren. Unser Köter hat ja genug. Und da haben wir sie gefangen. Super. Dann machen wir jetzt die Schabe. Und die Schabe würde ich sagen, komm mal, die machen wir jetzt mit dem Kernhund kaputt. Einmal draufhauen. Dann würde ich sagen, einmal brüllen, dass wir dann doppelt so viel Schaden machen mit dem nächsten Schlag. Jawohl, sehr schön. Und nochmal drauf, dann haben wir sie tot. Super. Hat geklappt. Und damit, war das jetzt der Hund oder war das der Köter, der aufgestiegen ist? Der Kernhund ist aufgestiegen. Okay. So, sprechen wir mal hier mit Trottmann. Wir müssen uns nur noch um die Orks kümmern, die die Burg Steinwacht besetzt haben. Ah, okay, alle anderen Orks sind anscheinend tot. Es ist nur noch das Oberkommando des Schwarzfels übrig, Crazy Bane. Sie haben sich in der Burg Steinwacht verbarrikadiert, unmittelbar südlich unserer Position hier von Kishans Posten. Begleitet die Kompanie Bravo zur Steinwacht und beendet die Invasion der Schwarzfels-Orks. Crazy Bane, keine Überlebenden. Jo, machen wir. Und da kommen sie schon, unsere Freunde. Das heißt, wir können uns jetzt um die Orks kümmern. Ich guck mir das hier jetzt mal gerade ein bisschen an, weil das sieht ja doch schon recht cool aus. Zwei aufgespießte Orks übereinander. Das ist schon ganz schön brutal geworden. Also früher war das Spiel nicht ganz so brutal. Also das ist schon doch sehr viel rabiater geworden. Na gut, genug geguckt. Wir gehen jetzt in die Burg hinein. Ach, und ich sehe schon, das sind ja jetzt auch immer noch Elite. Damals waren das schon Elite, heute sind das auch noch Elite. Finde ich aber gut. Ist halt ein bisschen anspruchsvoller, als wenn man immer nur Non-Elite tötet. Und die müssten eigentlich auch relativ gut droppen. Naja. Kommt, Jungs. Ich denke mal, dass sie das mittlerweile auch so gemacht haben, mit den Elite-Viechern, also beziehungsweise damals gab es ja diese Gruppenquest, wo man halt viele Elite töten musste und das halt in einer Gruppe machen musste. Und jetzt ist es halt so, ich denke mal, dass das deswegen so ist, dass man jetzt halt vier Leute oder fünf Leute in diesem Fall dabei hat, die einem da mithelfen. Damit man es halt auch alleine schafft. Wobei, ich hätte das auch so alleine geschafft, das wäre jetzt nicht so das Problem gewesen. So, den plündern wir noch und jetzt müssen wir da töten. Attacke. So, den schicken wir mal weg. Da, weg mit euch. Hauen wir da einmal drauf. Einen Todesritter haben wir anscheinend auch dabei, so wie es ausschaut. Was ein Kampf hier gerade losbricht. Wahnsinn. Oh, und ich sehe gerade, wir haben 4000 Leben. Wie zur Hölle haben wir denn 4000 Leben gekriegt? Hat uns da einer von den Leuten, die uns begleiten, gebufft oder was ist hier los? Meine Herren. Ah, Aufladung ist nicht voll. Jawohl, da haben wir... Was? Wo habt ihr jetzt noch draufgehauen? Leute?
Macht mich fertig. So, das ist auf jeden Fall der erste. Haben wir sonst noch einen? Der scheint weiter hinten drin zu sein im Lager. Wieso ist er nicht im Sicht? Ja, okay. Wenn er nicht im Sichtfeld ist, rennen wir einfach mal so dran vorbei. Kümmern wir uns um den. Super Jungs. Was hat der eigentlich an Leben gehabt? 11.000, ach okay, 11.000 ist schon eine Hausnummer. So, den machen wir auch noch kaputt. Wenigstens hat der vorbeigeschossen. So, und da ist der Buchwald wieder offline. So, Wollstoff. Der nervt. Der nervt echt. Ich denke mal, der geht alle seine Twings durch. Das ist unglaublich, der alte Penner.